Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Little Nightmares 2. Heute geht es weiter, nachdem wir letztes Mal unter Beweis gestellt haben, dass wir wahrhaft Little Nightmares sind. Geht's jetzt hier offenbar in der Empfangshalle des Hospitals weiter? Komm ich hier hoch? Okay, bringt mir das was, dass ich hier hochkomme, sollte ich vielleicht eher fragen. Die Sache ist halt, das hier könnte zum Beispiel so ein Hut sein, aber ich bin mir jetzt nicht... Oder ist es einfach irgendwie ein Ball? Okay, ich kann das nicht aufheben. Dann wird schon kein Hut sein. Oh, aber da. Das hier schaut instant interesting aus. Okay, nee, ich dachte, ich kann hier vielleicht aufziehen. Kann ich nicht, schade. Na dann, up. Keiner von euch bewegt sich hoffentlich. Okay, kommen wir jetzt hier zu den Administratoren oder was? Oh, oder verpissen wir uns jetzt? Tja, na dann, goodbye, Spital. I'm out of here. Oder besser gesagt, wir. Sehr schön. Hallo? So. Ah, und wir sind wieder draußen. Okay. Und wieder Schuhe. Ah, hier wird sicher wieder so einer von diesen Schattendudes rumstehen, oder? Da hatten wir jetzt schon länger keinen mehr. Oder auch nicht. Wir haben schon länger keinen von den Schattendudes mehr gehabt. Und auch schon länger keinen Hut mehr. Ist es die Frage, bin ich jetzt einfach schlechterin, die zu finden aktuell, oder? Weil da sind wir gerade rausgekommen, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Bin ich einfach schlecht gerade darin, die zu finden, oder? Okay, hier ist aber einer, oder? Also ein Hut oder ein Schattendude. Es reimt sich sogar, wenn ich es so sage. Oh. Achso, ich dachte, da steht jemand dabei. War das nur hier die Lehne von dem Stuhl hier? Von diesem Sofasessel oder wie auch immer. Warum zoomt die Kamera da auf einmal so hin? Oh, what the fuck? Ich höre jemanden reden. Was war das gerade? Irgendwas ist da gerade irgendwo runtergefallen. Ich habe mich richtig erschrocken. Alter, schon wieder. Was sind... Da fällt irgendwie Kleidung vom Himmel. Ah! Okay, nicht nur Kleidung. Alter. Okay. Na, Moment. Schade, hier ist nichts. Hört sich so an wie so eine... So Spieluhrmusik oder sowas in die Richtung.
Okay, also manche sind nicht einfach atomized worden oder wie auch immer, sondern manche sind offenbar noch ganz. Oh, das kennen wir. War das nicht dieses eine Lied aus Teil 1, wo dieser komische Langarm-Typ war? Bilde ich mir ein. Nee, nee, nee. Okay. Alter, die bricht einfach mal durch. Ist fuck. Okay, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, hier zuzumachen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt auch einfach durch den Plafond reinbrechen. What? Hä? Oh, kann es sein, dass dieses Fernsehprogramm, was wir da manchmal irgendwie hier die Frequenz finden müssen, dass das irgendwie die crazy macht und sich umbringen lässt? Kann ich ausschalten? Ausstecken? Nee. Gut, wird dem wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr so viel helfen, aber... Oh. Okay, ich wette, hier runter ist tot. Da wird es wahrscheinlich auch nichts geben, dass wir irgendwie uns so geschickt runterfallen lassen können. Oh, vielleicht kommen wir... Nein! Ich habe versucht, im Sprung nach links zu drücken. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe versucht, dass ich halt im Sprung... doch, nach links drücken, dass ich halt noch zu diesem Ding komme. Die Fotos im Hintergrund sagen mir da übrigens auch nichts. Ich wollte halt noch die Leiter weiter hochkommen, aber das scheint nicht so ganz gut zu funktionieren. Ja, nee. Gehen wir sicherheitshalber den Weg, der uns zu 90% nicht töten wird. Okay, vielleicht habe ich zu früh gesprochen. Da ist einer. Passiert was, wenn ich den anscheine? Nee. Dem ist es offenbar relativ egal. Denkt man nur gerade vielleicht hier irgendwo, dass diese Schattenviecher sind, weil hier ist dunkel. Weiß nicht, ob ich zu nah an die hin will. Aber ich glaube, denen ist irgendwie nie mehr zu helfen. Die sind einfach so... Sie sind quasi hier Zombies. Nur halt bezüglich Fernseher. Also quasi sind eine Generation zu früh. What? Wie verwirrt... Okay, dieser komische Müllhaufen ist irgendwie ungut. Irgendwas hat mich gerade so ein bisschen mit dem Controller geshakt. I don't like it. So, wir müssen, glaube ich, hier hoch. Ja, das ist hier Sicherheitsrisiko. Hallo, Fernseher ausmachen, bitte.
Der wird so hundertprozentig, sobald wir da reingehen, einfach verrecken. Weil ihm der Fernseher in die Badewanne fällt. Aber gut. Wo kommen wir hier hoch? Okay, aber es bringt mir halt nichts. Dammit. Und jetzt wird's psst, oder? Okay, da ist ein Aufzug. Okay, müssen wir jetzt einfach folgen, oder? Kannst du auch den... Achso, ne, wir können hier auch nicht hochklettern. Und hier die Tür klappt auch nicht. Na dann. Aber nicht. Ja, das ist jetzt doof. Kann ich da auf halbem Weg rausspringen? Ah! Kann ich wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich auch sollen. Hat aber nicht funktioniert. Aber okay. Diese weirde Fernsehmusik da. Ja, ich muss also auf halbem Weg rausspringen. Ja, du stehst da ganz sehr blöd. Danke. Also auf halbem Weg rausspringen. Anlauf nehmen und... Jump! Yes! Sehr schön. Ich wette, das ist sogar der gedachte Weg. Ah, wollte gerade sagen, wo geht's denn jetzt weiter? Andere Seite. Oh. Manche von den Brettern sind richtig morsch. Oder sagt man morsch? Ist morsch nicht nur, wenn sie quasi faulig sind? Egal. Oh, was hängt denn da eigentlich? Keine Ahnung. Ah. Das müssen wir nur irgendwie den Schlüssel da herausbekommen. Hey, ich würde gerne da nach hinten. Okay, geht nicht. Oder hier schauen, ob hier ein Schatten ist. Ne. Wir haben echt lange schon keinen Schatten mehr gefunden. Hey. Okay, wir... Oh, holy fuck. Okay, wir kommen da nicht einfach ran. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Und zwar allein. Ah. Okay, easy enough. Hier ist ein bisschen viel. Ja, wobei, so viel ist auch nicht. Ich wollte gerade sagen. So, es war literally das allererste, wo ich geschaut habe. Und da haben wir direkt den Schlüssel gefunden. Aber offenbar gibt es hier wirklich nichts anderes. Aber wobei, vielleicht kann... Nee, wir konnten da hoch. Hm. So, egal. So, erstmal ihn befreien. Okay. Gehen wir jetzt da lang oder gehen wir den. Machen wir das Teil auf? Kann, magst du mir hier hochhelfen? Genau. Was passiert jetzt überhaupt? Fahrt der Aufzug jetzt hoch? Okay, das war nicht das, was ich mir erhofft habe.
Oh, Moment. Eine Sache mehr. Ich hoffe, da war ein Speicherpunkt dazwischen. Oh, ich kann nur nach rechts rausspringen. Okay, forget it. Ich dachte, ich kann hier links auf diesen Zwischending da springen. Und zwar, da sind wir hergekommen. Da auf diese Zwischenebene. Aber gut, aber jetzt ist die Frage, wo geht es jetzt dann hier weiter? Müssen wir hier das Fenster aufmachen? Ah, Moment, müssen wir das Teil irgendwie schieben, oder was? Nee. Okay, ich kann da rein. Bringt mir das irgendwas? Kannst du zumachen? Mach zu. Mach das Ding zu. Ich kann mir nicht die Kiste zumachen. Okay. Oh, hier ist eins von den Teilen aus Teil 1, die weggelaufen sind. Oder kann ich das Teil jetzt irgendwie umschipsen oder was? Okay. Bin mir nicht komplett sicher, wo wir jetzt lang müssen. Und hier hinten kommt aber einfach auch gar nicht mit und hier war auch nichts. Hä? Müssen wir das nochmal machen? Und nochmal? Hä? I don't get it. Was bewirkt das? Passiert jetzt irgendwas mit dem Aufzug? Nee, geht nach wie vor nur runter. Hey, ich bin verwirrt. Der Fernseher brüllt da auch noch immer. Hä? Und jetzt ist der aber auch nur auf Halbmast wieder. Und vorhin war irgendwas oben. Aber ich kann diese Kiste auch nicht schieben. Ha, ich habe die Kiste irgendwie mit Gedankenkraft. Okay, ich check gerade hart nicht, wo es lang geht. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Was in die Richtung, dass ich quasi... Nee. Er will offenbar... Oh, ich glaube, ich... Ich glaube, ich weiß es. Ja. Sind wir hier? Was? Irgendwas hat mich geblockt. Ich dachte, ich soll jetzt auf das... auf den... Oh nein, jetzt sind wir wieder hier. Ugh.
Oh, Moment. Kann es sein, dass ich gerade das Rätsel voll nicht gecheckt habe, im Sinne von... Ich habe nicht gecheckt, wofür das... Haben wir mit dem Schalter nicht gerade den Aufzug hochgerufen? Was zur Hölle? Warum bist du hier? Warum ist der hier? Er ist, wie ist er hergekommen? I don't... Okay. Also entweder das war jetzt ein Bug oder irgendwas stimmt mit dem Typen da nicht. Okay, jetzt nochmal. Ah, jetzt kommt er. Ja, jetzt hoch. Drauf. Yes. So ist es gedacht gewesen. Ich dachte... Hä? Das heißt, ich habe es vorher echt falsch gemacht, ohne auch nur ansatzweise zu checken, dass ich es falsch gemacht habe. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg. Und da ist, glaube ich, der Hauptweg. Von daher gehen wir erstmal hier lang. Weil das wirkt wie was, wo ein Schatten ist. Ja. Hallo. Und vielleicht ein Hut? Ich glaube nicht, dass die Klorolle ein Hut ist. Wobei, es werden schon seltsamere Sachen. Das schaut fast aus wie eine Klorolle mit einer so einer Blume. Okay, nee, aber hier war nur so ein Schatten. Und da unten war der Raum. Ja, okay. Alles klar. Das heißt, ich habe das... Aber warum ist der auf einmal bei mir gewesen? Der war unten im Aufzug. Okay, das check ich nicht, aber hey. Wir sind durch. Oh. Und wir sind oben. Wir sind auf den Dächern. Erstmal schauen wir, ob wir hier irgendwie lang können. Okay, no. Irgendwas geht gerade ab. Oh. Ist das der Sender, der diesen komischen Hypno-TV sendet, oder was? Könnte ich mir vorstellen. Das eine Fenster da unten schaut irgendwie so ein bisschen offen aus, aber nur ein ganz wenig... Ah ne, ist gar nicht, war nur die Perspektive. Okay, ich glaube, hier wird es nicht reingehen, oder? Ja, wir müssen hoch. Sehr schön. Ah, ja. Oh. Oh, das ist cool. So ein Kleiderbügelsystem. Achso, ich muss hoch. Also, genau, ich muss hoch und... Habe ich zu früh losgelassen, oder was? Ich muss hoch und er muss sich, glaube ich, an diese Kleider... Nein, falsch rum. Oh, genau das. Ich, wir erinnern uns aus Teil 1. Er kann das ja, sich an so Dingern festhalten. Okay, wie kommt... Ah, jetzt kann er uns helfen. Okay. Das hatten wir ja schon mal so. Sehr schön. Wir haben safe schon ein, zwei Hüte übersehen übrigens. Und ich habe keine Ahnung wo. Und jetzt muss er uns da hochhelfen. Und wie kommt er dann hoch? Oh. Indem das so eine Leiter ist. Alright. Das, ja, habe ich natürlich gewusst. Und hier müssen wir daran hochklettern. Wir schauen, ob ich da links auch irgendwie drauf komme, aber es schaut nicht so aus, als ob das gewollt wäre. Also, schaut aus, als ob das nicht gewollt wäre. So rum.
Hopp. Und hier kommen wir rein, oder? Jo. Oh, das Gebäude schaut noch bruchfälliger aus als die anderen. Und das andere hat ja auch literally riesige Löcher und Stockwerke, die fehlen. Aber hier bewegt sich auch alles und ist so... Muss man nicht hochspringen, alles klar. Ich meine, es hat diesen... Es hat diesen Balken ausgehalten, also... Oh. Oh! Okay, gut, dass die Tür eigentlich komplett im Arsch war. Okay. Wie kannst du so schnell rennen? Okay, ich wollte gerade sagen, war das jetzt... Bin ich jetzt tot oder war das einigermaßen... Nein! Nein! Taschenlampe am Arsch. Eher am Arsch. Wobei. Nee. Ja, nee. Ihm geht's gut. Einigermaßen. Okay, das heißt, wir haben immerhin nur unsere Taschenlampe verloren. Okay. Das ist immerhin ein kleiner Verlust. Ich dachte schon, wir haben unseren Kumpel jetzt hier verloren. Vor allen Dingen, das wäre auch ein geschissener Weg für ihn, der Teil 1 überlebt hat, da jetzt wegzukommen. Hm. Typen in einem Anzug, das Auge. Das Auge hat sicher auch was mit diesem komischen Hypno-Shit zu tun. Bin immer ziemlich sicher. Oh, hier ist wieder so ein Teil. Ich frage mich, ob die Bewohner von hier das auch so haben, wenn die Fernseher anschauen. Und dass sie deswegen so komplett gaga sind, weil sie literally quasi sterben. Dammit. Und wir sind wieder hier. Wir kommen der Tür, glaube ich, nicht näher. Ich meine, es ist immer sehr lang dazwischen. Aber ich glaube, wir kommen nicht näher. Ich kann doch vielleicht mal versuchen, wegzulaufen. Oh, doch! Ja, doch!
What the fuck? Ich glaube, das war nicht gut. Slenderman ist hinter uns her. Fuck. Okay, wir haben die Fernsehwelt zu real werden lassen. Nein. So kommen die Schatten zustande. Nein. What the fuck? Okay, wir müssen ihn retten. Okay. Was zur Hölle war das gerade? Wir sind in den Fernseher rein und woanders jetzt rausgekommen? Okay. Okay, immerhin, ich glaube, wir können hier relativ gut hochklettern. Ist der Typ da sowas ähnliches wie die komische Frau in Teil 1? Aber anders. Die hatte irgendwas mit Spiegeln und der hat irgendwas mit den Fernsehern. Wir sind literally aus dem da oben rausgebrochen. Wow. Haben nicht gesehen, dass das so weit... Das ist... Egal. Naja. Ich habe nicht gesehen, dass die Kante da so weit sich nach hinten erstreckt. Hallo? Danke. Vor allen Dingen, man schaut dann halt auch vielleicht ein bisschen woanders hin, als wo wir hinlaufen. Also von daher... Muss ich jetzt hier wieder... Ah ja. Alter, what the shit? Oh, ich glaube, ich checke. Ich glaube, ich checke es. Oh, das ist cool, diese Art von Rätsel. Und jetzt kommen wir nämlich hier rein. Bumm. Und jetzt können wir uns da rumteleportieren. Oh, das ist geil. Gut, dass wir nicht jedes Mal dieses Auge sehen. Weil das wäre ein bisschen hart. Hart verstörend. Und die Sache ist, wir haben die ganze Zeit jetzt diese komische Fernsehmusik. Die auch nicht ganz so creepy ist. Aber ich hoffe, wir versuchen jetzt irgendwie zu dem Dude zu kommen, um ihn zu retten, um unseren Freund da zu retten. Alles andere wäre ein bisschen... Sagen wir mal, was machen wir sonst? Okay. Wir haben safe schon urviele Hüte verpasst. Ich finde aber irgendwie aktuell ist es gerade jetzt die letzten... Also außer dieser eine kleine Wand halt, ist alles so ultra geradlinig. Hallo?
Ich meine, ich komme hier hoch, aber ich komme hier nicht rein, oder? Ah, oder vielleicht, wenn ich hier... Kann ich hier so... Ne, ich kann nicht da drunter durch. Oh, aber man hört gleich wieder, wo der nächste Fernseher ist. Ich hoffe, so wie das gerade war, so Fernsehrätsel kommen jetzt ein paar. Weil, das finde ich eigentlich nice. Okay, da unten ist aber einer, der ist aus. Okay, es hat mich immer nicht getötet. Ah, Moment. Das ist eine Fernbedienung. Wir schalten literally den Fernseher ein. Oh, das ist... Finde ich geil, dass wir jetzt Master of Fernseher sind. Also. Oh, wir schalten einfach den Typen aus. Den Wichser von vorhin. Okay. Da unten ist auch ein Weg. Ah, hier ist auch ein Weg. Hier ist mal wieder eine Mütze. Jetzt sind wir Polizist. Nice. Hä? Habe ich nicht gerade literally diese Mütze freigeschaltet? Ach so, es braucht ein bisschen. Wir sind die Little Nightmare Police. Das ist ja geil. Hallo? So. Okay. Es wird ein bisschen hart zu groß für uns, aber hey. Und wo geht's jetzt hier lang? Okay, bisschen woanders als... Okay. Die Sache ist, wo bringt uns das hin? Vor allen Dingen, das wirkt... Wo... Es wirkt so... Ah, Moment, muss ich das von der anderen Seite schieben? Ja. Okay, dann schauen wir ein bisschen mehr aus wie ein Postbote als ein Polizist, wenn wir jetzt hier diesen Paketwagen schieben. Okay. Wird gut enough sein. Okay, und wo kommt... Moment. Geht's hier nicht noch weiter? Nee, nicht wirklich. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Moment, das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt. Da ist der... ein Fernseher. Aber wir kommen über den nirgendwo hin. Ha. Sehr gute Frage. Kommen wir überhaupt hier wieder raus? Oh Moment, das da vorne schaut einigermaßen so danach aus. Ich glaube, wir müssen über den Fernseher raus, nachdem wir dieses Wägelchen geschoben haben. Wäre jetzt so meine Idee. Weil ich glaube, wir brauchen immer auch einen Exit-Fernseher. Und jetzt kommen wir durch den Exit-Fernseher da raus.
Genau. Und jetzt kommen wir hier lang. Ah. Wir sind wirklich hier Postbote. So, und jetzt kommen wir hier rüber, oder? Höp! Nein! Es war nicht weit genug. Dammit. Okay. Stückchen brauchen wir noch. So. Oder nee, ich glaube, es wäre intelligenter, wenn wir ihn so schräg schieben würden. Okay, das funktioniert nicht mit dem Schräg. Egal. Wird so passen. So, mal an. Sehr schön. Ja, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Achso, Moment, wir müssen literally hier lang. Ich dachte gerade, ich habe einfach so um die Tür geskippt. Aber nee. Okay, funktioniere. Und yes. Nice. Ja, wir sind wirklich eher der Postbote als der Polizist. Wobei, das schaut halt aus wie eine Polizeimütze. Es könnte aber auch halt auch eine Briefträgermütze sein. Ich glaube, in England sind die blau. Oh, tick-tick. Und bumm. Oh. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, dass wir irgend so einen Typen vom Fernseher weglocken müssen übrigens. Aber ob das hier schon so sein wird oder ob ich mir das vielleicht sogar nur einbilde, dass das ein Rätsel sein wird, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Little Nightmares 2. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.